ich fühle mich absolut als Wolfsburgerin. Ich bin hier aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe mein Abitur hier gemacht, habe von klein auf meine Freunde hier und habe ja dann später auch den Laden eröffnet und bin eigentlich immer in Wolfsburg geblieben. Ich habe ein bisschen in die Landwirtschaft gerochen nach der Schule und habe da festgestellt, dass die konventionelle Landwirtschaft, die ich kennengelernt habe, also ich habe keine Biolandwirtschaft kennengelernt, sondern eben die konventionelle, mir so absolut nicht gefällt und ich solche Lebensmittel auch nicht essen möchte. Und wir haben dann versucht, selber ein bisschen was anzubauen und in Richtung Selbstversorgung zu gehen und haben dann aber gedacht, nur das selber verzehren geht nicht, wir müssen auch irgendwas verkaufen, vermarkten. Und da entstand eben die Idee, einen Laden zu öffnen. Wir wollten das erst zu viert machen, Schulfreunde, wie das so damals war. Ich bin übergeblieben, die drei anderen sind vor Ladeneröffnung abgesprungen. Und es war ein ganz kleines Lädchen mit 50 Quadratmetern, sehr wenig frischen Sachen, einem wirklich winzig kleinen Angebot, weil es einfach noch gar nicht viel gab. Also ich hatte mit dem Beginn großes Glück, weil es gab vorher ja eine Einkaufsgemeinschaft, die ist in einer Kirchgemeinde gewesen und das war schon so eine Gruppe von ungefähr 50 Familien, relativ viel damals, die sich sehr dafür interessiert haben und die auch beim Großhandel eingekauft haben, eben wie das diese Einkaufsgemeinschaften früher gemacht haben, mit viel Eigeninitiative und haben alle mitgearbeitet. Die waren dann sehr froh, das wollte sich gerade auflösen, weil das nicht mehr so richtig ging und zu viel Arbeit wurde. Und dadurch hatte ich natürlich den ersten kleinen Kundenstamm von ungefähr 50 Familien, was super war, weil sonst wäre es sehr viel schwerer geworden. Also ich glaube, dass nicht unbedingt die Wolfsburger, sondern dass es einfach so die Zeit war, dass man da einfach noch nicht so Bio gekauft hat. Es gab die Reformhäuser, das waren so die älteren Leute, die schon sich ihr Getreide selber gemahlen haben und sowas. Aber das Bio kam und wurde noch ein bisschen als Spinat abgetan. Gott, wenn man vor 30 Jahren mit dem Zug nach Wolfsburg kam, dann kam man irgendwie an einem nackten Bahnhof an und hatte rundum ein Hertie-Gebäude, so ein paar Geschäfte und eigentlich nichts Tolles. Ein Busbahnhof war da. Ich meine, wenn man jetzt in Wolfsburg ankommt und man kommt aus Berlin, dann kommt man trotzdem in einer Stadt an und hat gleich schöne Dinge. Hinten die Autostadt, vorne das Feno, irgendwie ist da gleich was und man hat schon das Gefühl, in einer Stadt anzukommen. So, finde ich, hat sich auch die ganze Stadt entwickelt. Also sie ist einfach groß geworden, bunt geworden, modern geworden. So wie mein Geschäft auch. Es hat sich im Grunde so mitentwickelt. Also es ist auch größer geworden, bunter geworden, moderner geworden. Und trotzdem hat es so immer noch das, was auch die Stadt hat. Ein bisschen so dieses gemütliche, persönliche, überschaubare. Auch hier im Geschäft ist es sehr bunt. Wir hatten letztes Weihnachten haben wir eine Weihnachtsfeier gemacht. Das war echt ein ganz nettes Anekdötchen. Da sind wir plötzlich drauf gekommen. Wir saßen da mit 20 Personen und haben gesagt, naja, jetzt wünschen wir uns doch alle noch mal frohe Weihnachten. Und da gab es tatsächlich 9 Sprachen, in denen frohe Weihnachten gesagt wurde. Also das heißt, wir sind hier auch ein buntes Völkchen in diesem kleinen Laden. So wie es Wolfsburg eigentlich auch ist. Es spiegelt sich hier wieder. Ich erlebe Wolfsburg sehr weltoffen, weil ich natürlich sehr viel hier in diesem Geschäft bin und hier einfach alles herkommt, was gute Lebensmittel liebt und wir eben auch die verschiedenen Nationen hier bei uns arbeiten haben. Es ist einfach hier bunt und locker und überhaupt nicht niedersächsisch gedämpft.